That's Reality. Hallo und herzlich willkommen in der Aquabotanica. Das ist das Handtuch hier, das brauche ich immer für die Aquarien, weil hier mache ich sehr viel und es ist immer gut, wenn mein Handtuch direkt in der Nähe hat. Es geht um die Vanillepflanze. Ich habe mir so viel aufgeschrieben, meine ganzen Erfahrungen, die ich schon gesammelt habe in den letzten Jahren, denn wir haben Vanillepflanzen schon einige Jahre, auch in der Vermehrung schon gehabt, haben auch Filme drüber gemacht, aber damals noch nicht so intensiv, und das werden wir heute machen, ganz intensiv. Wir fangen an mit dem Namen. Die Vanillepflanze, die echte Vanillepflanze, wohlgemerkt, ne, dass diese Vanille kennst du, kannst du kaufen für Süßspeisen, Gebäcke, ne, Vanilleschot kennst du. Vanilla plantifolia, ich schreibe das auch mit rein hier, sonst manchmal versteht man mich nicht so richtig, wenn ich rede, gerade wenn es um lateinische Namen geht oder besondere Namen. So, jetzt kommen wir als allererstes, der wichtigste Fakt bei uns ist seit geraumer Zeit schon der pH-Wert. Ja, und der ist hier bei 5,5 bis 6, also im leicht sauren Bereich. Das ist ganz wichtig zu wissen, denn kein Leitungswasser verwenden. Ja, jein, denn wir brauchen schon etwas Leitungswasser, denn aus Erfahrung wissen wir schon, wenn wir jetzt reines Wasser verwenden, sprich Osmosewasser, kannst auch tatsächlich Regenwasser nehmen, kommen wir auch gleich zu. Destilliertes, entmineralisiertes Wasser. Ich blende jetzt ein paar Szenen ein, damit das nicht so aussieht, wenn hier leerer steht, das ist mal ein bisschen blöd. Von daher sehen wir so ein paar Sachen jetzt schon in Pflanzen schon mal. Also, kein Leitungswasser? Nein! Etwas brauchen wir schon, damit wir den pH-Wert stabil auch behalten. Das ist ganz wichtig zu wissen. So. Sonst geht der pH-Wert runter und der ballert dann tatsächlich unter 5. Dann geht er auf 4, 3 und dann ist das auch wie die Vanillepflanze nicht mal quer. Also ein bisschen Kalk brauchen sie schon. Aber da muss man das gewisse Fingerspitzengefühl oder den sogenannten grünen Daumen haben in dem Sinne. Aber das ist gar nicht so schwierig, das haben wir alles schon durch. So, Standort, ganz wichtig. Halbschattig, aber viel Licht. Die Vanillepflanze steht ja sehr recht. Unter der Sonne könnte man denken, es ist ja nur keine richtige Sonne, aber es ist eine Pflanzenlampe, die Sansi 36 Watt LED. Ich habe sie versuchsweise hingegangen vor langer, langer Zeit und, was soll ich sagen, der Pflanze geht immer noch richtig gut, entwickelt sich prächtig, richtig genial. Also, halbschattig, keine direkte Sonne, wenn du jetzt am Fenster stehen hast oder so, oder im Gewächshaus oder, wie heißen diese Glaskästen noch, die man vors Haus baut? Weißt du, was ich meine? Da sollte man auch achten, dass man schattiert. Das geht übrigens auch, denn es gibt Schattiernetze in dem Sinne. Die kann man an die Fenster spannen und dann hast du also keine direkte Sonne auf die Pflanze ballern. Das geht also tatsächlich auch. Aber das sollte man auf jeden Fall wissen. So, Temperatur ist ganz wichtig bei der Vanillepflanze. Nicht nur in der Vermehrung, denn wir werden neue Experimente machen jetzt im Laufe der nächsten Zeit. Wie gesagt, drück mal zwischendurch auf Pause und schreib dir was auf, wenn dir irgendwas interessant erscheint, was du vielleicht noch nicht weißt. Das ist auch ganz wichtig. Ne? Oder guck den Film anschließend nochmal an und drück dann auf Pause, wenn du denkst, ah, hier ist der Moment, wo ich mir was aufschreiben sollte. Also, Standort hatten wir. Jetzt kommt die Temperatur. Sie lieben Wärme. Ja, also das Minimale, kann man sagen, ist 20 Grad tatsächlich. Im optimalen Fall bis 25 Grad. Man kann sie tatsächlich auch bei 18 Grad halten. Darunter wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Versuch macht klug, aber ist so, wo man sagt, da gehen die in die Winterruhe. Das heißt, dann musst du dein Gieß- und Düngungsverhalten ändern. Das heißt, also im Klartext weniger gießen. Wir sprechen übrigens jetzt hier tatsächlich von Erden. Kommen wir gleich auch zu. Und so gut wie keine Nährstoffe mehr in der Zeit. Bei 18 Grad gehen die tatsächlich in der Winterruhe, wachsen dann auch nicht mehr. Da sollte man schon drauf achten. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich habe es mir auch aufgeschrieben, hier nicht düngen, ganz wenig gießen. Aber bitte nicht austrocknen lassen. Das geht auf keinen Fall. Sie müssen schon immer eine leichte Feuchtigkeit haben. Dann kommen wir jetzt zu den Erden. Welche Erde sollte man nehmen? Wie ihr wisst, bei uns wächst alles im mineralischen Substrat oder im Wasser. Nicht mehr in Erden. Aber wenn du da noch nicht bist, du hast Pflanzen in Erden und möchtest eine Vanillepflanze dir holen und möchtest die umtopfen, dann nimm bitte Orchideenerde, da fährst du auf der sicheren Seite. Klar, du kannst deine Erden auch selber mixen, wer da Erfahrung drin hat, kann das machen. Ansonsten verwende bitte einfach Orchideenerde, die ist der Vanillepflanze tatsächlich schon angepasst, denn auch die Vanillepflanze ist eine Art Orchideenpflanze. So, oh Mann, das gibt eine ganze Menge. Also gießen, mäßig feucht halten, nicht austrocknen lassen, das ist grundsätzlich nicht nur in der Ruhephase, sondern auch in der Wachstumsphase so gegeben. Keine Staunässe bei Erden. Erden neigen dazu, Sauerstoffmangel zu bekommen, wenn sie ständig nass sind, insbesondere im unteren Bereich. Wer sich mit Pflanzen schon länger beschäftigt, weiß,
auch wenn es oben leicht feucht ist, unten drin ist es meist noch richtig nass. Da sollte man auch achten, dass es im unteren Bereich nicht ständig pitsche-patsche nass ist, dann kommt kein Sauerstoff mehr rein und die Wurzeln fangen an zu faulen. Warum? Weil sie Sauerstoffmangel bekommen. Das ist Faktor so. Von daher sollte man also, wenn man Substrate selber mischt oder kauft, darauf achten, dass sie also luftig sind und sich nicht unten eine dicke Pappe entwickeln kann, wo die Feuchtigkeit immer gegeben ist und gar nicht sich mehr nach oben herauslöst in dem Sinne. Das ist schon ganz wichtig. Deswegen also, wenn die Oberfläche abtrocknet, muss ich denken, ich muss schon wieder gießen. Nein, es sollte auch im unteren Bereich tatsächlich leicht feucht noch sein. Klar, austrocknen lassen auf keinen Fall, aber nicht patschenass. Ja, okay, das denke mal, das ist soweit ganz verständlich. Jetzt kommen wir zum Wasser. Ich hatte ja gesagt, Regenwasser kann man verwenden. Man sollte aber wissen, woher das Regenwasser kommt. Ganz wichtiger Fakt ist, wenn du Regenwasser verwendest, lass es mal richtig regnen, also Schlagregen, dass alles sauber gespült wird und anschließend fang das Wasser auf und dann kannst du es auch verwenden. Aber auch da soll gesagt sein, dass dort immer noch Bestandteile drin sein können, die nicht unbedingt gut sind, auch wenn man gerade in Erden gießt, aber auch im mineralischen Substrat tatsächlich, denn dort können sich Bakterien, whatever, drin befinden, organische Bestandteile vielleicht auch, die nicht so gut sind, wo es anfängt zu schimmeln dann später mal. Das hängt natürlich auch an, wie gesagt, wie klar das reine Regenwasser ist. Also nicht aus einer Moddertonne rausholen, das wäre nicht der Burner, wenn dann wirklich frisch in dem Sinne abgefangen. Und auch da würde ich dir raten, tatsächlich das Wasser nochmal zu cleanen. Ist nicht zwingend notwendig, aber du fährst auf einer sicheren Schiene, besser ist das. Ja, gerade fährt sich immer am besten. Wir machen das mit Wasserstoffperoxid. Du kannst rechnen beim Liter ungefähr. Gib 1 Milliliter da drauf, ist vollkommen ausreichend. Insbesondere bei sauberem Wasser in dem Sinne, wo noch ein bisschen gecleant werden soll, Bakterien raus und so. 1 Milliliter Wasserstoffperoxid, wir verwenden das 6%ige. Dann kriegst du damit auch das Leitungswasser sauber. Lass das Wasser aber dann eine Zeit lang stehen, erstmal bevor du es dann verwendest. Also einen Tag im Prinzip, dann kannst du das verwenden. Und das Wasserstoffperoxid, was noch drin ist, nicht reagiert. Hat noch vorhanden ist, schadet der Pflanze auf keinen Fall. Im Gegenteil, du cleanst damit sogar Erden. Das geht tatsächlich auch. Aber okay, das nur nebenbei erwähnt. Ansonsten, wir verwenden aus der Praxis her, weil wir ganz viele Pflanzen haben und auch Aquarien, Osmosewasser. Du kannst aber auch destilliertes, sprich entmineralisiertes Wasser verwenden. Ne? Geht auch. Dann, aber wie schon vorhin erwähnt, mit Kalk. Ja. Also wir müssen das im Verschnitt machen. Das heißt, wir verwenden bei der Variante, wo der pH-Wert im leicht sauren Bereich sein soll, bei uns tatsächlich 1/4 Leitungswasser, 3/4 Osmosewasser, hier entsprechend anderes Wasser, wie vorhin erwähnt. Dann ist immer ein bisschen Kalk noch mit drin, denn wenn gar kein Kalk drin ist, wie gesagt, dann ballert der pH-Wert ganz schnell unter 5 und das ist dann nicht mehr der Burner für die Pflanze, im Gegenteil. Dann geht sie auch kaputt, das sollte man definitiv wissen. Wir düngen, Nährstoffbedarf bei der Vanillepflanze ist gering. Mäßig, aber doch im mittleren Bereich anzusiedeln. Wir düngen tatsächlich bei 400 bis 500 Mikrosiemens, das ist bei uns, ich habe es mal aufgeschrieben, wie gesagt, 1/4 Leitungswasser, 3/4 Osmosewasser bei 400 bis 500 Mikrosiemens aufgedüngt. Auf einen Liter gerechnet sind das ca. 0,5 Milliliter von dem Compo Complete, den wir verwenden. Ich verwende ihn für alles, nein, noch nicht für die Aquarien, aber ansonsten grundsätzlich alle Pflanzen werden damit bei uns gedüngt, tatsächlich. Man kann von Zeit zu Zeit auch weniger düngen, aber jetzt kommen wir dazu. Jetzt heißt nämlich, mal auf, wir düngen hier im mineralischen Substrat, bei uns steht alles im mineralischen Substrat, kontinuierlich. Das heißt also, wenn wir gießen, gießen wir tatsächlich mit Nährstoffen dazu. Also nicht einmal die Woche nur oder alle 2 Wochen, sondern tatsächlich in jedem Gießdurchgang. In der Regel bei uns ist das so 3 Tage jetzt in der Winterzeit, dass die Pflanzen gegossen werden und dann, wie gesagt, bei der 400 bis 500er Variante, aber da die Tage jetzt etwas kürzer sind, wir haben zwar Zusatzbeleuchtung, auch die aber reduziert, also die Länge des Tages, düngen wir etwas weniger, also bei 400 Mikrosiemens kann auch etwas drunter sein, also dementsprechend einfach etwas weniger Nährstoffe dem Wasser dazugeben und dann läuft das auch. Die Pflanzen sind etwas genügsamer tatsächlich auch bei uns jetzt. Sollte man wissen, sind Mittelzehrer, aber sie möchten schon regelmäßig gedüngt werden. In Erden, Orchideenerden, was ja zu empfehlen ist bei der Vanille-Orchidee, sollte man dann tatsächlich, wenn man die Möglichkeit hat, auch einfach Orchideendünger verwenden und dann nach Angaben des Herstellers, aber auch da würde ich dir raten, fahr lieber etwas tiefer,
läufst du besser. Denn wir wissen ja, Nährstoffmangel kann man beheben, Nährstoffüberschuss, Exitus. Exitus heißt, die Wurzeln gehen kaputt, zu viele Salze im Substrat, in der Erde, und dann gehen die Wurzeln einfach dahin und dementsprechend später die Pflanze. Wenn die Pflanze plötzlich schlapp macht, dann sind die Wurzeln schon lange dahin. Und das ist natürlich nicht von Vorteil. Du kannst aber eine Pflanze da tatsächlich noch retten. Mach Stecklinge und die kannst du wieder bewurzeln und dementsprechend startest du das Ganze einfach neu. Und so schwierig ist das gar nicht. Wie gesagt, wir haben das schon einige Male gemacht. Ja, ist schon komisch. Ich stehe jetzt tatsächlich das erste Mal als, man könnte schon fast sagen, Lehrer hier. Das ist nicht so mein Ding, aber dieses Mal machen wir es, weil ich denke mal, wir wollen auch ja für die Zukunft die Filme etwas attraktiver, nicht unbedingt, aber in dem Sinne lehrreicher gestalten. Auch wenn ich zwischendurch ein bisschen viel rede, das gehört einfach dazu. Es soll nicht stichpunktartig einfach langweilig sein. Von daher machen wir das so. Okay, das heißt im Klartext, ich mache jetzt kurz Punkten. Das heißt, es gibt aber noch etwas zu erzählen. Habe ich irgendwas vergessen jetzt? Licht hatten wir, Luftfeuchtigkeit, klar. Sie mögen eine hohe Luftfeuchtigkeit, Vanillepflanzen. Und das ist auch bei Orchideen so. Ist aber auch so, im Normalfall hat man, ja, ich weiß gar nicht, was ist denn der Normalfall, weil bei uns sieht das ja doch ein bisschen anders aus. Wir haben eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit, wir haben viele Pflanzen und von daher reguliert sich das eigentlich schon alleine. Wir sind in der Winterzeit so bei 50-60%, in der Sommerzeit, Frühling bis Herbst, kann es auch 70-80% schon mal werden und das ist natürlich optimal für Pflanzen. Ne? Aber in der Regel hat man noch in einem Haus, man nur 2-3 Pflanzen stehen da, viel weniger Luftfeuchtigkeit. Das heißt voraussichtlich bei 40% vielleicht. Und das sind so Sachen, wo man sagen kann, okay, dann sollte man doch die Pflanzen unterstützen. Das heißt im Klartext, wir können Pflanzen unterstützen. Wir reden jetzt von der Vanilleorchidee. Man kann sie tatsächlich einsprühen, aber vorsichtig. Ganz wichtig zu wissen, wenn du ständig Pflanzen nass machst, können Pilzkrankheiten entstehen. Das ist ganz wichtig. Von daher ist der wichtigste Fakt, wenn man Pflanzen einsprüht mit Wasser, kannst du es dir schon denken, sauberes Wasser, natürlich, sauberes Wasser. Das Gefäß, Drucksprühgefäß, was auch immer du benutzt zum Einsprühen. Übrigens sollte das ein Feinzerstäuber sein, ne? Nicht einer, der Tröpfchen schießt, ne? Sondern einer, ein Nebel erzeugt. Das ist ganz wichtig auch zu wissen. Sauberes Wasser, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn du in deinem Gefäß schon Bakterien drin hast und besprühst damit deine Pflanze ein, und das ständig, weil du denkst ja, die muss ja nass sein, entwickeln sich Pilze, Pilzkrankheiten und die Pflanze geht dahin. Das ist ganz wichtig zu wissen. Auch da ist Hygiene ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist übrigens bei einer Pflanze genauso. Ne? Also wir sprühen hier gar nichts ein, weil bei uns, wie gesagt, ist die Luftfeuchte doch schon angepasst in dem Sinne und von daher ist das bei uns gar nicht notwendig. Du kannst ja auch behelfen mit dem Zerstäuber, ne, das geht auch, wieder so ein Zerstäuber, die schaltest du einfach ein, da kommt aber auch da ganz wichtig zu wissen, sauberes Wasser rein. Und auch die Geräte müssen von Zeit zu Zeit gekleant werden und da hilft uns tatsächlich auch wieder Wasserstoffperoxid H2O2. Roman, ist doch sehr interessant, wie viele wichtige Fakten wir heute definitiv mitnehmen können. Sollte mir noch irgendwas einfallen, dann werde ich das noch mit ansprechen. Ja, okay, wir werden auf jeden Fall ansprechen, Mineralsubstrat heute nochmal, weil wie gesagt, in der Regel, jemand, der Pflanzen hat, hat sie in Erden. Und wir halt alles im mineralischen Substrat, schon seit Jahren mittlerweile, könnte man sagen, wir haben sehr viel Erfahrung damit gemacht und ich kann sagen, das ist eine total klasse Sache. Aber es gibt auch da einen Nachteil, den man aber beheben kann. Also ist nicht so, dass das ein dauerhafter Nachteil ist, aber da kommen wir gleich, ich denke mal, im Laufe des Filmes auf jeden Fall noch dazu. So, ich gehe mal einen Schluck trinken und dann geht's gleich weiter. Ja, ich weiß, der Film ist heute etwas anders, aber ich denke mal, das ist schon ganz gut so. Jetzt habe ich das Licht hier mal ausgemacht, um einfach mal zu zeigen, damit man es besser sehen kann, deswegen, wie das jetzt hier aussieht. Du siehst den Schlauch, ich habe jetzt schon ein bisschen Wasser rausgeholt hier. Das ist so die einfachste Variante, weil ich kann jetzt nicht ganz abhängen hier, aber ich möchte euch trotzdem mal zeigen, wie jetzt die Gegebenheit ist. Das heißt ein Klartext, hör auf, wir ziehen jetzt hier einfach mal in der Praxis die Pflanze raus, hier vorsichtig. Da kann ich den Schlauch auch schon mal rausnehmen mit hier. So kann man sich behelfen, ne? Das ist schon mal eine coole Sache. So, ich ziehe mal vorsichtig. Hier sehen wir eine Wurzel, die reingewachsen ist. Die ist so unten allerdings mal kaputt gegangen, weil ich sie zerquetscht habe. Aber wir sehen auch hier kleine Saugwurzeln. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ne? Und hier sehen wir auch den Docht, der unten drin ist im Wasser. Und wie die Wasserwerte auch. Das ist das Coolste, wenn man sieht, dass da unten Wurzeln rauskommen. Weil dann weiß man, dass es hier drin in Ordnung ist. Ne? Allerdings, wie gesagt, jetzt durch das Hochheben kann es natürlich sein, dass ich die Wurzeln zerquetsche. Aber ist nicht so schlimm, die bildet dann neue Wurzeln aus. Das ist nicht so tragisch.
Und wie gesagt, wir schauen uns jetzt mal die Werte an von der Vanillepflanze hier, wie das da im Pott ausschaut, denn das ist mit das Allerwichtigste. Da habe ich jetzt also monatelang gar nicht nachgeguckt, du könntest schon fast sagen, bald ein Jahr. Aber okay, der Mikro-Siemens-Wert bei 585, Temperatur 21,8 Grad, also das ist noch okay für die Pflanze. Und dann schauen wir uns jetzt den pH-Wert auch nochmal an, wie der aussieht. Ich muss allerdings ein kleines Stückchen höher fahren mit euch, dass wir das auch sehen können. Ich hoffe, man kann es erkennen. Jawohl, pH-Wert 6,3. Also hier sind wir tatsächlich im optimalen Bereich. Gut, dass ich nachgemessen habe, dann bin ich mir sicher. Und ich weiß, dass ich jetzt auch noch mal ein kleines bisschen weniger düngen werde demnächst. Wie gesagt, wir gießen hier 400 bis 500 in der Regel rein und seit geraumer Zeit 400 Mikrosiemens. Das ist der Leitwert übrigens. Und ja, ich denke mal, bei 400 können wir das Ganze halten. Und ich gieße also kontinuierlich immer einen ganz kleinen Schluck damit dazu. Niemals so, dass der Topf unten voll steht mit Wasser. Okay. Jetzt sind wir bei der großen Vanillepflanze. Und wir sehen, hier sieht es ganz anders aus. Temperatur ist okay. 1700 Mikrosiemens. Ja, das ist schon ein bisschen viel. Das heißt im Klartext, hier muss ich tatsächlich reagieren. Und wir wissen schon, umso mehr Nährstoffe drin sind, also von der Compo Complete insbesondere, ups, umso eher fällt das Ganze um. Okay, mal gucken. Ich denke mal, kriegen wir so hin. Der geht noch weiter runter. Wir haben pH-Wert von 3,74. Ja, 3,75. Also ist Klartext, ne? Weiß Bescheid. Das sollte nicht passieren. Ne? Das ist also jetzt mehr als grenzwertig. Also Klartext, wir müssen die Pflanze jetzt, ne, die nicht hier, das ist Monstera Adansoni Albo Variegata Aurea, sondern die Pflanze, die Vanillepflanze, müssen wir spülen. Ja, so kann es gehen, ne? Wenn man einfach immer nur reingießt und denkt, ist alles okay. Wobei die Pflanze auch mächtig groß ist und von daher sollte sie eigentlich ja gar nicht so viel drin haben, denn umso mehr Pflanze da, umso mehr verbraucht sie. Aber wir sehen, ja, das ist hier tatsächlich grenzwertig. Gut, dass wir hier mal gecheckt haben heute. Also so sollte es auf keinen Fall aussehen. Ne? Aber wir sehen schon, die sind auch, ja, ich sag's mal, nicht so wehleidig. Ne? Sie lebt, die Pflanze, und von daher ist das noch okay. Aber wir können davon ausgehen, dass hier also nicht viele Wurzeln drin sein werden. Definitiv. Ne? Also das ist schon, wie gesagt, grenzwertig. Die können dann doch schon mal hops gehen. Aber okay, mal kurz so mitgenommen, dass sie nicht ganz so wehleidig sind. Die Pflanze sieht nach wie vor gut aus. Aber wir wissen, sie sterben erst unten ab. Ne? Erst sterben die Wurzeln und später stirbt dann die Pflanze nach und nach. Die trocknet dann so langsam aus. Aber wie gesagt, schon Anfang des Filmes, man kann sich behelfen. Da macht man einfach Stecklinge und zieht sich neue Pflanzen. Ja, okay, gut, dass wir das mitgenommen haben heute. Das Ganze wird jetzt noch umfangreicher, als ich anfangs gedacht habe. So, wir kommen aber ganz kurz zum Nachteil von dem mineralischen Substrat. Übrigens auch von dem Lavamulch, das wir jetzt zurzeit im Test haben, in der Verwendung, ist genau dasselbe. Der pH-Wert ist anfangs über 7. Den bringen wir runter, indem wir kein Leitungswasser dem Osmosewasser zuführen und dementsprechend aufdüngen. Das heißt, der pH-Wert wird dann mit der Zeit sinken. Spätestens beim dritten, vierten Mal ist der pH-Wert runtergegangen. Und dann müssen wir wieder gegensteuern, dementsprechend dann im Verschnitt mit Leitungswasser. Dass wir das heute auf jeden Fall auch schon mal mitgenommen haben, das ist ganz wichtig. Und ein großer Vorteil im mineralischen oder Gesteinssubstraten, könnte man eigentlich auch sagen, sie sollten allerdings Wasser speichern können, das ist ganz wichtig. Ne? Ist es nun mal, was wollte ich jetzt gesagt haben, der Vorteil ist, dass wir nachmessen können. Wir können nachmessen, was Fakt gegeben ist. Im Wasser. Ne? Also das ist der größte Vorteil überhaupt in der Selbstbewässerung dementsprechend. Und oder aber im Untersetzer ist zwar nicht ganz so genau, aber wenn du dort durchgießt, bis der Untersetzer fast voll ist, dann lässt er einfach ein paar Stunden stehen und misst dann anschließend, nach hast du diesen ungefähren Wert, ob es drüber ballert oder drunter ballert. Ne? Das ist schon mit einer der größten Vorteile. In der Erde kannst du das fast gar nicht machen. Es gibt zwar technische Möglichkeiten, aber das ist doch ein enormer Aufwand und von daher ist das auf jeden Fall ein mega Vorteil. Und wir können die Substrate, mineralischen Substrate, also die Gesteinssubstrate, kontinuierlich nass halten. Das ist auch gut. Und wie gesagt, mit Wasserreservoir dementsprechend, dass immer ausreichend nach oben gezogen wird und dementsprechend das Ganze für längere Zeit funktionieren kann. Aber auch hier mal kurz erwähnt, wir sollten, wenn wir eine Selbstbewässerung haben, also ein Topf, wo ein Wasser drin steht, ein Docht, wo das Wasser nach oben gesogen wird, den Topf bitte nicht immer voll halten. Die Wasserwerte können sich unter Umständen verändern.
wenn die Pflanze wenig Wasser verbraucht. Verbraucht die Pflanze das relativ schnell, das ist nicht das Problem, aber wenn die Suppe da wochenlang drin stehen bleibt und die Pflanze wenig verbraucht, verändern sich die Werte ständig und das ist dann nicht der Burner. Von daher, da haben wir gelernt, aus der Zukunft, aus der Vergangenheit, dass wir immer schluckweise nur nachgießen und nicht den Topf voll halten. Wenn man jetzt mal wegfällt für das Wochenende oder ein paar Tage oder eine Woche oder mal in Urlaub fährt, dann kann man die Klamotten auch vollgießen. Ich wollte jetzt schon noch was anderes erzählen, aber das gehört jetzt nicht hierhin. Aber wer die Serie guckt, der weiß, wir können tatsächlich Pflanzen, wenn man weiß wie, auch in der Flut halten eine gewisse Zeit. Also von daher kann man sich auch da behelfen, allerdings nicht in der Erde. Das funktioniert nur im Mineralsubstrat, aber auch das Mineralsubstrat sollte gecleant sein. Das heißt also, sich keine Bakterien und Schmodder, verfaulte Wurzeln, Schimmel, whatever drin befinden. Aber auch da kann man sich behelfen mit Wasserstoffperoxid tatsächlich. Ja, okay, wie gesagt, das wird doch ein bisschen viel. Das heißt, wir können die Thematik Vermehrung heute nicht mehr machen. Aber ist nicht so schlimm. Ihr könnt dann jetzt in der Pause gehen. Und dementsprechend sehen wir uns morgen gemeinsam wieder zum Unterricht. Und dann zeige ich euch, wie wir ein neues Experiment starten. Dann habe ich auch noch mal ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, ob ich vielleicht noch ein paar Abwandlungen des Ganzen mache. Nein. Das thematisieren wir jetzt nicht. Wir gehen mal kurz nach oben und dann machen wir einen kurzen Abschluss, würde ich sagen. Denn es ist doch sehr interessant. Ne? Also packt eure Sachen bitte ein, Tornister auf den Rücken und dann gehen wir kurz nach oben. So kann es gehen. Man denkt, es ist alles in Ordnung und ist es dann doch nicht. So, die erste Maßnahme, die wir durchführen hier bei den Schätzchen, da der pH-Wert sehr niedrig war. Wir verwenden Leitungswasser jetzt zum ersten Mal. Und wir werden jetzt nicht nur gießen mit Leitungswasser, sondern werden das Ganze fluten mit Leitungswasser, um den pH-Wert einfach wieder höher zu bringen hier. Und der Mikrosiemenswert etwas schon mal runter. Das wird aber nicht ganz ausreichen, da wir tatsächlich auch hier ca. 560 Mikrosiemens drin haben an Leitwert. Das heißt, wir lassen das jetzt mal so einen Tag. Lassen wir das Ganze stehen tatsächlich in der Flut, also gießen das so voll, wie es eben möglich ist, ohne dass ich mir den Potti überlaufen lasse. Ich guck mal gerade, ja, er steigt schon. Und morgen werde ich dann nochmal reagieren. Das Ganze mit reinem Wasser nochmal durchspülen, nicht, sondern fluten, auch wieder für einen Tag. Und, also vorher das alte Wasser raus, logisch, ne? Und dementsprechend am nächsten Tag kontrollieren. Und dann mit der Düngervariante bei der 400er tatsächlich dann dementsprechend nochmal fluten. Um das Ganze zu regulieren wieder. Und dann muss ich checken, wie es dann tatsächlich aussieht. Wenn das dann passt, dann werde ich tatsächlich dann, oh mein Gott, tatsächlich dann. Ja, werde ich dann normal gießen, wieder bei 400 bis 500 Mikrosiemens. Jetzt momentan 400. Wie gesagt, wir haben das Licht nicht mehr ganz so lange an. Und der kann auch ein bisschen Leitungswasser kriegen. Das ist eine Monstera. Der kann ruhig mal einen Schluck Leitungswasser zwischendurch bekommen. Gießen muss ich gleich auch noch. Wie gesagt, das bleibt jetzt hier in der Flut stehen. Bis morgen. Dann kommt das Wasser raus. Dann reines Wasser rein. Und im nächsten Zuge dann aufgedüngt bei 400 die Variante, die wir dann verwenden. Und dann muss ich das Ganze nochmal checken. Aber die Pflanze sieht nach wie vor interessanterweise richtig gut aus. Okay. Dann sammeln wir uns nochmal ganz kurz. Es gibt nämlich noch etwas Wichtiges zu erzählen gleich. Interessant ist jetzt mit dem Licht, dass die also hier tatsächlich, oh, warte mal, damit auskommt, obwohl es doch relativ viel ist. Also ich habe wenige Pflanzen, die so nah an der Lampe stehen. Aber wir sehen, das gefällt hier. Das ist übrigens ein Kakaobaum und dem gefällt das auch. Der mag das auch. Aber der ist auch von unten nach oben gewachsen. Also der muss nicht so viel Ballerlicht haben. Nein, muss er nicht. So, was haben wir denn jetzt hier im Geben? Ich gucke mal eben. Wir sind bei 2, knapp 6.000, knapp 7.000 Lux tatsächlich. Mal 10, ja. 7.000 Lux, also ist schon eine ganze Menge. Andere Pflanzen stehen mit viel weniger. Hier, pass auf, dann gucken wir, dann checken wir das auch noch. Wie sieht das bei der Tamarinde aus hier? Die hat gerade mal 430 Lux. 430, also ist schon, die Pflanzen brauchen gar nicht dieses Ballerlicht. Aber ich wollte mal gucken, wie das aussieht mit der Vanillepflanze, ob die das ab kann. Und sie kann es tatsächlich auch. Ob das notwendig ist, ist eine andere Frage, aber ich wollte es einfach mal austesten. Vorher wuchs sie tatsächlich weiter unten und ich habe es dann höher gehangen. Was wollte ich jetzt gesagt haben? Ja, genau. Erden. Die meisten haben ja ihre Pflanzen in Erden. Das heißt, wenn du jetzt das Problem hast, oder du weißt es vielleicht jetzt, dass du viel zu viel Kalkwasser reingegossen hast bei dir, oder nur Osmosewasser gegossen hast bei dir, und du musst jetzt nachreagieren, dementsprechend mit entsprechendem Wasser. Erstmal ohne Dünger.
oder dementsprechend mit Dünger, wenn sie unterversorgt ist. Das kann ich dir jetzt nicht sagen, weil ich weiß nicht, wie das bei dir gegeben ist. Aber ganz wichtig zu wissen ist, du kannst auch Erden spülen. Das geht auch. Ganz wichtig ist dann, du nimmst ein Handtuch, ich zeige es einfach demonstrativ, kannst ein altes nehmen, kannst aber auch heimlich einfach ein neues nehmen von Mutti, weißt Bescheid, ne? Besser nicht, okay. So, und da stellst du dann die Pflanze drauf, den Topf, nicht die Pflanze aus dem Topf, Pflanze hier rauf, nein, den Topf stellst du hier drauf, natürlich mit den Löchern, so dass das hier Kontakt hat und dann wird das überschüssige Wasser einfach rausgezogen, das lässt du einfach ein Dach drauf stehen. Und dann ist gut, dann hast du das überschüssige Wasser raus. Das kannst du übrigens auch generell so handhaben, wenn du zu viel gegossen hast. Ne? Aber auf ein Handtuch stellen, aussaugen lassen. Aber bitte nicht auf den Teppich, bitte nicht auf ein Parkett, Kunststoffboden. Okay, am besten Untersetzer drunter oder whatever, Kiste, Schale, ne? Und dann drauf, damit da unten drunter nichts passieren kann. Das ist doch schon ganz wichtig, auch zu wissen, den Wald. So, war spannend, muss ich sagen. Definitiv auch das Ganze jetzt zu komplettieren in dem Sinne, um das mal gesamt zusammen zu haben. Ne? So, Garnelen erzähle ich jetzt nichts. Ja, das ist schon interessant. Ne? Das macht Spaß. Also die jetzt auch mit Erbsen zu füttern, die gehen da voll drauf ab. Und haben sie auch längere Zeit davon. Allerdings muss ich gucken, wie lange ich das dran lassen kann. Auf jeden Fall. Auch das ist eine sehr spannende Geschichte, wie viele andere Themen auch. Und ich werde jetzt versuchen, tatsächlich dann das etwas, ich möchte nicht sagen, genauer hinzugeben, sondern doch aber mehr Inhalt. Ne? Mehr Fakten, mehr Wissen, vor allem mein Wissen, was ich habe, dass ich das weitergeben kann. Und wir sehen, es ist also, ne, hier hat das voll gepasst tatsächlich mit den Werten und unten im Dschungel, das war gar nicht so gut, aber okay, die steht auch schon ewig da rum, ich habe da noch nie gespült oder sonst irgendwas, sollte man ja generell von Zeit zu Zeit mal machen und wir heute sehen, ja, ist das tatsächlich Fakt gegeben, dass wir es auch nochmal mitgenommen haben. So, ich werde mich nachher dann, also heute Abend oder morgen früh, muss ich mal gucken, an die Vermehrung rangehen. Oder wir werden da rangehen, dann dementsprechend werden wir das gemeinsam natürlich sehen. Weil da gibt es so das eine oder andere, was ich mal anders mache, als ich sonst gemacht habe, um das Ganze effektiver noch hinzubekommen. Okay, so, siehst du wohl, war noch gar nicht so viel in dem Sinne, aber doch schon, weil ich wollte eigentlich die Vermehrung heute eigentlich machen und da bin ich doch auf die Pflege und die ganzen Zusammenhänge gekommen erstmal, weil ich denke, das ist wichtiger, als wenn wir jetzt erstmal die Vermehrung sehen, aber noch gar nicht wissen, wie wir die Pflanzen pflegen sollen. Ne? Also darum geht es in erster Linie jetzt und dementsprechend werden wir im nächsten Film dann im Zusammenhang dann die Vermehrung angehen, denn wir haben ja einiges, was wir vermehren können von den Vanillepflanzen. Und ich denke, auch das wird sicherlich sehr interessant und spannend werden. Okay, ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Unterrichtsstunde gemeinsam wieder. Könnt ihr was zu knabbern mitbringen, auch was zu trinken, dürft ihr auch im Unterricht machen, das ist überhaupt kein Problem. Nur bitte Handy an die Seite legen. Dankeschön.